Wie wählst du den richtigen Kanalnamen für deinen neuen YouTube-Kanal und wie stellst du das Ganze ein? Das schauen wir uns heute an. Erstmal, wo stellst du das Ganze ein? Und zwar gehst du dafür ins YouTube Studio, dann einfach hier unter Anpassen, auf der linken Seite dann unter Allgemeine Informationen und hier hast du den Namen und auch den Alias. Und unser Thema ist vor allem hier der YouTube-Kanalname und wie wir den idealerweise einstellen. Ist der Name denn überhaupt so wichtig? Wir schauen uns das Ganze mal auf der Oberfläche an, denn der Name ist sehr wichtig. Überall, oder wir schauen uns erstmal an, wo da überhaupt alles zu sehen ist. Also wenn wir hier mal reinschauen, ne? Wir sind jetzt hier auf der Startseite von YouTube. Dort siehst du jedes Mal den Namen hier unten, bevor die Leute auf ein Video klicken. Und wenn du ein paar Videos von uns angeschaut hast, dann weißt du, wie wichtig es ist, gerade hier auf der Startseite kampffähig zu sein und im Wettbewerb mit allen anderen zu stehen. Dann hast du auch noch hier bei den Abos, siehst du auch jedes Mal den Namen. Und auch wenn du auf der Mobil-App bist, zeigt es dir eben ein paar Punkte an. Unter anderem eben hier der Kanalname. Also, wie solltest du den wählen? Wichtig ist für dich erstmal, du hast drei Möglichkeiten, aus denen du rausgehen kannst. Also einmal die Personenmarke, also du stellst deine Person in den Vordergrund, auf der anderen Seite die Unternehmensmarke, also der Firmenname oder das Werteversprechen. Werteversprechen heißt, was bekommen die Leute auf dem Kanal? Was lernen sie auf dem Kanal? Und wichtig ist auch, du kannst auch den Namen wechseln und das werde ich dir dann auch gleich noch mit vorstellen. Du kannst zum Beispiel vom Werteversprechen hin zur Personenmarke oder hin zum Werteversprechen wechseln. Die Personenmarke, was hat die so für Vorteile? Also hier jetzt bei mir zum Beispiel wäre es der Erik Grösig. Das hat halt den großen Vorteil, die Leute merken sich den Namen von der Person. Das heißt, wenn sie den Kanal abonnieren, wissen sie auch, der Inhalt hier, das ist jetzt nicht bloß eine Bittstellerhaltung wie so ein Werteversprechen. Du kriegst hier den Wert und kriegst dafür das zurück. Nein, sondern du baust eben eine Beziehung wesentlich stärker zu einer Person auf. Hat aber das große Problem, weswegen wir zum Beispiel nicht den Erik Grösig nehmen. Wenn du eine Firma bist und du willst das Ganze, du willst deinen Kanal erstmal bekannt machen, hat erstmal niemand ein Interesse daran, den Erik Grösig hier kennenzulernen. Das heißt, das ist hier ein großer Nachteil gerade zum Start. Auf der anderen Seite, was du eben auch noch hast, du kannst den Firmennamen nehmen. Hier jetzt in dem Fall die Grösig Digital GmbH, meine Firma. Welchen Vorteil hast du hier? Eigentlich hast du kaum einen Vorteil. Du würdest es nur dann nutzen, wenn es viele Leute in deinem Markt gibt, die eben keine GmbH sind. Also wenn hier das wesentlich stärker Vertrauen aufbaut oder wenn die Firma als solche schon sehr bekannt ist. Für viele Online- und Digitaldienstleister ist es nicht anzuwenden. Für Offliner, gerade für Bauunternehmen, ist das dann wieder was anderes. Und da kommen wir dann gleich noch mit dazu, weil es hängt eben sehr stark von eurem Angebot und auch eurer Historie ab, was ihr am besten wählen solltet. Das Werteversprechen hat den großen Vorteil, warum wir es auch nutzen. Also hier YouTube-Content für Unternehmen erstellen oder Baufinanzierung einfach verstehen oder Steuern sparen als Unternehmer. Du hast eben den klaren Vorteil, selbst wenn ich die Person nicht kenne, an dem Werteversprechen hat der Zuschauer Interesse und wir müssen eben immer vom Zuschauer zurückdenken. Deswegen gehen wir sehr oft auf das Werteversprechen, wenn wir den Kanal von null aus aufbauen. Denn an der Information selbst haben die Leute das größte Interesse und während sie die Information konsumieren, lernen sie die Person kennen und lernen auch das Angebot der Firma kennen. Deswegen in der Regel immer das Werteversprechen von ransetzen. Und über die Zeit, wenn du dann einen guten Marktanteil hast, also wenn du hier, das ist jetzt gerade dein Marktanteil, so, und wenn der nach 6 Monaten ungefähr so groß ist, dann kannst du überlegen, den Switch zu machen vom Werteversprechen hin zur Unternehmensmarke oder hin zur Personenmarke. Wann nimmt man was? Ganz wichtig ist, die Personenmarke hast du nur einmal. Also das heißt, wenn du irgendwann mal gegebenenfalls die Firma verkaufen wollen würdest oder whatever, ist das nämlich ein Riesenpain für einen Verkäufer oder wenn du es verkaufen willst, musst du alles wieder zurückdrehen und du musst alles verkaufsfähig machen. Also das heißt, du musst die Unternehmensmarke mit reinsetzen. Nächster negativer Punkt,
bei der Personenmarke ist, wenn die Leute zum Beispiel bei Christian Solmecke anfragen und sie haben niemals Kontakt mit ihm, kann das ein Problem werden. Es ist nicht immer ein Problem, gerade auch in B2C-Märkten, aber dort kann die Unternehmensmarke hilfreich sein. Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Leute nie einem Unternehmen folgen wollen. Deswegen gerade in B2C-Märkten lieber die Personenmarke als die Unternehmensmarke wählen. In B2B-Märkten hingegen, dort hat die Personenmarke nochmal einen anderen Stellenwert. Also dort hast du halt wirklich nur einen Namen und das, was du auf dem Kanal bekannt machst, das muss dir auch einfach bekannt sein oder bewusst sein, dass du das die nächsten 40 Jahre lang machen wirst. Beziehungsweise ist das Ganze dann eben nicht exitfähig. Du kannst den Kanal nicht als Marketinginstrument mit der Firma verknüpft verkaufen oder zum Teil verkaufen. Oder wenn du andere Leute da drauf bringst, das kann dann halt große Probleme mit sich führen. Deswegen bist du oft im B2B mit einer Unternehmensmarke unterwegs oder du nimmst halt eine Personenmarke. Aber dann muss es dir einfach bewusst sein, dass das Ganze nicht exitfähig ist. Dann schauen wir uns mal noch ein anderes Beispiel an. Ich habe jetzt hier mal eingenommen, einen Kanal, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Das ist hier der Christoph Jun Steuerberater. Und die Unternehmensmarke wäre die Jun Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Und das Werteversprechen jetzt einfach mal so. Freie Schnauze, Steuern sparen als Unternehmer. Das heißt, hier wird dir auch direkt klar, wenn ich niemand bin, wenn mich niemand kennt, dann fällt so ein Stück das hier raus. Weil die haben weder an der Person Interesse noch an der Firma ein Interesse, sondern wesentlich stärker an dem Werteversprechen. Also, wie kann ich als Unternehmer Steuern sparen? Problem ist aber, das Ganze ist dann eben auch sehr austauschbar. Das heißt, sobald ein Wettbewerber mit auf den Markt kommt und der setzt eben auch Steuern sparen ein, Steuern sparen durch Holding, das zum Beispiel macht dich dann wieder sehr stark vergleichbar und die können sehr schnell wachsen. Deswegen kannst du das Ganze eben auch zusammenpuzzeln. Also du kannst zum Beispiel sagen Steuerberater, also wir nehmen zum Beispiel hier den Christoph Jun und niemand hat ein Interesse an ihm. Deswegen müssen wir eine Form von entweder Werteversprechen mit reinbringen oder ein indirektes Werteversprechen, was auch noch so die Rechtfertigung am Markt mit zeigt. Und das ist beim Steuerberater sehr einfach, weil jeder weiß, was ein Steuerberater macht. Deswegen nehmen wir hier einfach das Steuerberater mit dazu. Und es gibt natürlich extrem viele Steuerberater am Markt, deswegen muss man eben auch noch seine Berechtigung am Markt mit zeigen. Die haben es jetzt zum Beispiel gelöst mit Professor Doktor, weil das haben eben sehr wenige Steuerberater, dieses Professor Doktor. Auf der anderen Seite könnte man hier eben auch noch den Steuerberater Christoph Jun von ransetzen und hier zum Beispiel würde man dann auch noch den Vornamen streichen, denn den Vornamen braucht man hier eigentlich nicht und setzt viel lieber die Titel hier ein. Und ich bin gerade mal auf der Website unterwegs und man könnte zum Beispiel Unternehmenssteuerrecht hier nach hinten ransetzen. Denn dann müssen wir wieder zurückdenken, wo wird das Ganze überall auf der Plattform gezeigt? Das heißt hier, also hier unten sieht man das die ganze Zeit eingeblendet. Also will ich überhaupt so ein YouTube-Video anklicken? Ist das für mich ein interessanter Inhalt? Dabei wird eben auch der Kanalname mit berücksichtigt. Das sehen wir auch Tatsache bei unseren Kunden. Nächster Punkt ist es dann auch die Frage, will ich diesen Kanal abonnieren? Gerade im B2B ist es oft so, dass Personenkult abgelehnt wird von vielen Leuten. Deswegen ist hier oft eine Personenmarke fehl am Platz, wenn nicht zumindest noch irgendeine Form von Werteversprechen mit hinten dran ist. Und für dich im Klartext gesprochen heißt das, du hast deine Aufrufe und ein gewisser Teil wird zu Abonnenten. Und diese Prozentanzahl hier, die wird sehr stark von deinem Kanalnamen beeinflusst. Das heißt, du kannst den auch, also erstens, du kannst ihn ändern. Du kannst es split testen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, hier über die Zeitlinie, kannst du sagen, wir starten halt nur mit einem Werteversprechen, weil das ist einfach bewiesen, dass das am besten funktioniert für einen Kanalstart und dann nach so circa 6 Monaten setzen wir mal noch unseren Firmennamen und unseren persönlichen Namen noch mit dazu. Das heißt Werteversprechen plus Name und dann beobachten wir, wie verändern sich die Abonnenten im Vergleich zu den Aufrufen. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt, deswegen macht man das auch erst später, ist es einfach so, dass jeder mal den Kanal gesehen hat. Und dort kann ein neu oder kommen neue Aufrufe selten oder sind die Aufrufe oft von Abonnenten. Und das heißt,
Du hast weniger, ohnehin weniger Übertrag von Aufrufen auf Abonnenten. Dafür ist aber dieser Markenbildungsaspekt, dass du im Kopf hängen bleibst, ne? Dass die Leute, selbst wenn sie YouTube nicht offen haben, aber es gibt ein Steuerproblem und sie denken sofort an Steuerberater Jun, dass dort eben Jun hängen bleibt und nicht einfach nur Steuern sparen als Unternehmer. Und wir haben auch in den letzten 4 Jahren über 30 YouTube-Kanäle von null aufgebaut. Manche haben extrem gut funktioniert, die sind abgegangen wie die Kanone. Andere sind gescheitert und gerade auf unserem YouTube-Kanal teilen wir eben genau das Wissen, was machen die, die abgehen, richtig und was kann man auch aus den Fehlern lernen, was man nicht machen sollte. Deswegen lasst dem Video noch ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.